Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu Part 3 unserer Südafrika-Reise. Ich hoffe, die letzten Teile haben euch auch gut gefallen, denn dieser Teil wird, glaube ich, was richtig Besonderes. Ich glaube, dieser Part wird einfach das Allergeilste werden. Wir werden jetzt reiten, dann werden wir später... Ach, ich will es eigentlich noch gar nicht verraten. Nee, verrat's noch nicht. Ich verrate es doch nicht. Es hat was mit Wasser zu tun. Am Ende dieses Tages hat es etwas mit... gefährlichen Tieren zu tun. Wildtieren zu tun, ja. Aber jetzt müssen wir erstmal unsere Sachen nehmen, weil es ist schon 7.30 Uhr. Und hier hat heute Nacht übrigens der Hund geschlafen. Wir können mal kurz so ein Video süß. Einblenden. So süß. Und heute Morgen sind wir mit diesem Ausblick aufgewacht, Leute. Und da hinten laufen noch Tiere rum. Es ist einfach richtig nice. Dann lass uns mal die Sachen nehmen, auschecken sozusagen, frühstücken und dann geht's los mit dem nächsten Ritt nach Hause. Tschüss, es war mir eine Ehre. Nein, es war wirklich so, so schön hier. Hier würde ich auch gerne bleiben wollen, aber unser Camp ist natürlich auch richtig schön. Das Video wollte ich euch auch noch unbedingt zeigen. Da ist Jack das erste Mal, nachdem er die ganze Nacht bei uns geschlafen hat, rausgegangen und im Hintergrund. Richtig süß. Seht ihr das Bett, was Tommy ihm sogar gebaut hat? Der hat nämlich gestern Abend an unserer Tür geklopft und dann, oder eher gesagt, so gescharrt. Und dann haben wir ihn reingelassen und ich habe dann aus Kissen ein Bett für ihn gebaut. Hier sieht man noch im Hintergrund, wo wir ihn gestreichelt haben, waren hinten einfach Pumbas, die sich da gezankt haben oder gespielt haben, ich weiß es nicht. Naja, und dann ging es auch schon los, haben wir unsere Wasserflaschen aufgefüllt für den ersten Ritt. Oh my God! Kurz zur Erklärung, auf unserem Weg lag ein mini kleiner Bach und alle Pferde sind da ganz entspannt durchgewatschelt und mein Pferd hatte einfach Schiss und springt riesengroßen Satz darüber und ich habe nur so Schiss gehabt in dem Moment. Das war mein allererster Sprung und auch ungewollt und dann kam direkt die nächste Pfütze. Ja, und dann hatte ich natürlich auch gedacht, dass Toms Pferd wieder darüber springen würde. Also habe ich die Kamera schon bereit gemacht, aber nichts da. Gott Toms sei Pferd ist dann Dank. Ganz entspannt durchgegangen. Ich hatte so Schiss schon wieder, aber das Wasser war richtig tief dieses Mal. Ja, und Leute, schaut euch das einfach an. Hier ist Tom einfach vor mir galoppiert und wie gut hältst du jetzt einfach schon den Galopp mit? Guck mal, ich häng dich mit der Gruppe. Ab. Das ist ich richtig häng krass. Ab. Nein, das bin ich abgehängt, aber richtig krass. Auch hier warst du hinter mir und du bist richtig gut mitgekommen. Es ist auf jeden Fall Tag krass. Für Tag besser geworden. Also am ersten Tag war ich ja doch ganz weit hinten und jetzt konnte ich sogar mit Hella mithalten. Hier sieht man mich und bin dann direkt hinter Hella am Galoppieren. Das hast du einfach so klasse gemacht, Tom. Ich bin richtig begeistert. Dann ging es echt auf dem schnellsten Weg nach Hause, weil wir uns natürlich auch beeilen mussten. Es gab Mittagessen und dafür mussten wir pünktlich da sein. Hier hat Tom nochmal bei der Schule gewunken. Und dann haben wir noch ein paar Kühe gesehen. Ich fand das so krass, dass wir einfach über so eine Wiese reiten konnten, wo solche Tiere drauf waren. Irgendwie war da nichts eingezäunt. Also in Deutschland könnte man sich das ja nie im Leben vorstellen. Wir sind jetzt wieder angekommen, werden uns jetzt schnell umziehen und dann werden wir mit den Pferdchen schwimmen gehen. Bin gespannt, wie es wird. Nicht nur mit den Pferdchen, sondern auf den auf Pferdchen. Auf den Pferdchen, oh mein Gott, Leute. Ich freue mich so. Ey, guck mal, das Pferd da hinten hat so einen kurzen Schweif wie Gollum. Sogar noch kürzer. Nein, Gollum hat gar nicht so einen kurzen, nur einen dünnen. Nur einen dünnen. Hier, die Paar. Was ist mit denen? Keine Ahnung. Das Ding ist, das wird ja auch das erste Mal für mich ohne Sattel zu reiten. Einfach so. Oh mein Gott. Kann nicht mehr. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich bin irgendwie auch richtig nervös. Ohne Sattel, ohne Stiefel, ohne alles. Okay. Guck mal, die Baby Chickens. Also es wurde gerade nochmal gesagt, dass die Hippos im Wasser sind und wir aufpassen sollen und man nicht paniken soll. Mal sehen, ob das klappt. Also du sollst auch wachsam sein und nicht nur in die Kamera gucken, sondern auch um dich herum. Ach, das ist so schlimm. Wie ist es? Er hat so einen spitzen Widerriss, es ist ganz schlimm. Oh oh. Thank you.
Nach mir war dann Tom dran und... Ich musste erstmal aufs Pferd kommen und ja, der hat mir irgendwie komisch geholfen. Also das war irgendwie das falsche Bein, mit dem er mich da hochgehoben hat. Das war so komisch und Das sah so komisch aus, aber naja, du bist ja drauf gekommen. Ich bin und dann ging es für dich ins Wasser und du hast das einfach so gut gemacht. Ja, man konnte auch ehrlich gesagt nicht viel falsch machen, sondern nur aufpassen, dass das Pferd nicht wieder rausrennt. Man hatte so einen Riemen zum Festhalten und dann halt die Zügel, aber die waren ja nicht zum Festhalten, sondern zum Lenken. Ja, und dann ging es richtig tief rein und man ist einfach mit dem Pferd wirklich geschwommen. Und ich habe mich so gewundert, dass dein Pferd so auf der Stelle stand. Ich dachte, das kommt nicht mehr weiter. Nee, oder das so. Hat nur gechillt im Wasser. Aber das war ein krasses Gefühl. So, man ist so geschwebt im Wasser. Irgendwie so das ganz, war so schön. Das hat wirklich Spaß cool. gemacht. Und dann ging es aber auch schon gleich wieder raus. Wow, das hat so Spaß gemacht. Das war ja mal so geil. Ich hatte ein bisschen Schiss, die ganze Zeit zu tief ins Wasser reinzugehen, aber die meinten immer tiefer, tiefer. Und das war ja mal so nice. So geil, also, ich habe so geile Bilder gemacht. Ja, ich dachte die ganze Zeit, mein Pferd hat Angst vor Wasser, weil das heute einmal über so einen Wasserfluss gesprungen ist. War ja so nice. Die waren halt so brav in diesem Wasser. Ja. Ich glaub's halt nicht. Es hat so Spaß gemacht. Oh mein Gott, es war so zum gut. Zum Glück sind die Hippos nicht gekommen, weil die sind halt im gleichen See. Und wenn man laut ist, dann kommen die manchmal dann dahin, weil die sehen wollen, was das ist. Es hat einfach so Spaß gemacht. Oh mein Gott. Es war so geil. Jetzt wird's einfach noch besser heute. Wir machen nachher noch so ein Game Drive, aber mehr dazu, glaube ich, später. Ja. Oh jetzt werden wir erstmal Mittag essen und uns umziehen und so. Und duschen, denke ich. Genau. Wir sind jetzt an dem Ort angekommen, wo wir die Safari beginnen werden. Da hinten steht schon das Auto mit offenen Fenstern. Ist wie in dem Helikopter in New York, nur im Auto diesmal. Nur zum Glück am Boden, aber da kann man gefressen werden von Löwen. Auch nicht ganz entspannt. Also wir haben auf dem Weg hierher schon Zebras gesehen, wir haben Elefantenpup, also Elefantenkaka gesehen. Das heißt, hier sind auch Elefanten und große andere Tiere. Die Big Five nennt man die hier auch. Ich glaube, das ist auch richtig nice. Hier sieht es auch richtig schön aus, muss ich sagen. Hier gefällt es mir auch gut. Dann ging die Big Five Safari auch schon los. Und der Name Big Five kommt daher, weil man versucht, die fünf großen Tiere zu sehen. Und zwar Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard. Und je mehr man von diesen fünf sieht, desto besser war die Safari. Wir haben als erstes, was waren das nochmal Hippos. Für Tiere? Hippos, genau. Die ja auch bei uns in dem See drin waren, die wir da aber nie gesehen haben. Ja, und dann ging es weiter. Und dann haben wir auch schon den ersten von den Big Five gesehen. Und zwar den Löwen. Es war einfach eine ganze Löwenfamilie und ich fand das einfach so krass. Der Vater, den hat es einfach gar nicht interessiert, dass wir einfach direkt hinter der ganzen Familie waren. Aber hier die Mutter, die hat sich da auch gerade hingesetzt. Die hat ab und zu uns dann mal angeschaut, aber im Ganzen waren die schon die ganze Zeit richtig entspannt. Dann sind wir schon weitergefahren und hier seht ihr Tom in seinem natürlichen Element wieder mal am Fotos machen. Und zwar von dem zweiten der Big Five, dem Nashorn. Die sind da ganz entspannt lang gewatschelt und die fressen ja einfach nur Gras. Das ist halt auch, die sehen so gefährlich aus, aber eigentlich essen die nur Grünzeug. Hier so ein Riesenhorn und dann das. Und die können auch richtig, richtig schnell rennen, hat der Guide uns erzählt. Und wir haben insgesamt 3 Stück davon gesehen. Aber die waren da einfach ganz entspannt am Grasen. Und dann sind wir weitergefahren. Und auf einmal stand da so ein, keine Ahnung, Antilope auf der Straße. Ja, das war eine Antilope, die war so süß. Ja. Hier müsst ihr jetzt aber mal ganz genau hinschauen, denn in diesem Baum, richtig gut getan, sitzen so ganz kleine Affen, die einfach von Baum zu Baum gesprungen sind und die waren einfach so niedlich und haben sich, glaube ich, auch richtig gefreut gefühlt, uns zu sehen. Ja, ihre Artgenossen, Hella und Tom, die beiden Affen.
wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir haben schon sehr, sehr viele Tiere gesehen. Leider haben wir keine Elefanten gesehen, weil die in einem Gebiet sind, wo man mit dem Auto nicht hinfahren kann. Das ist natürlich sehr tragisch. Sehr traurig. Aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht machen. Es ist halt kein Zoo. Jetzt machen wir, wie gesagt, eine kleine Pause und snacken ein bisschen was, trinken was. Genau, ein paar Getränke, genau. Genau, und dann geht es, glaube ich, auch schon wieder zurück, weil dann die Sonne auch schon untergeht, oder? Und jetzt müssen wir noch einmal den Ausblick zeigen, weil die Sonne geht nämlich schon unter. So, und Leute, die Berge schön. Und das sieht einfach so nice aus. Wie süß war bitte diese Löwenfamilie? Ich kam gar nicht drauf klar. Aber die waren einfach komplett am Rand von diesem riesen Gebiet, wo man sich halt auch fragt, warum seid ihr komplett am Rand, dass da der Zaun drauf war? Also nicht, dass ihr euch wundert, wir sind nicht ins Zoo gefahren. Die waren einfach komplett am Rand von diesem Gelände. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, wie groß es ist. 22.000 Hektar. Ich habe gerade nochmal nachgefragt. Und die Löwen sind genau am Rand. Das ist die einzige Löwenfamilie, die hier lebt. Ja, war sehr cool, dass wir die auf jeden Fall gesehen haben. Sehr schade, dass die direkt am Rand halt waren, aber wenigstens haben wir sie gesehen. Das heißt gar nicht, genau. So wie die Elefanten. Giraffen haben wir hier leider auch noch nicht gesehen. Aber wir haben diese Nashörner gesehen und Hippos haben wir gesehen. Die sind ja auch bei uns zu Hause, aber sie haben sich noch bei nie gezeigt. Zu Hause vor allen Dingen. Ja, also bei uns im Camp meine ich. Und da haben wir sie noch nicht gesehen und darüber bin ich auch ganz froh, weil in dem gleichen Teich sind wir heute geschwommen mit den Pferden. Und wir haben ein Krokodil gesehen im See. Stimmt, und ein Krokodil. Falls wir jetzt keine anderen Tiere mehr sehen, dann war es das mit dem Tag für heute. Aber morgen spielen wir nochmal eine Sportart auf den Pferden, was wir aber beide noch nie gemacht haben. Aber mehr verraten wir doch nicht. Genau. Darum wir zwingen euch einfach immer dran zu bleiben. So ist das hier. Morgen, Leute. Tom und ich sind jetzt gerade aufgestanden und wir werden jetzt erstmal zum Frühstück gehen, haben aber schon Reitsachen an und Stiefel und dann werden wir gleich direkt nach dem Frühstück losreiten und euch wieder ein bisschen mitnehmen. Ich glaube, heute wird wieder ein richtig cooler Tag. Später haben wir ja noch was richtig Witziges vor. Warum schaust du da so hin? Der macht irgendwie was mit so einer Peitsche. Keine Ahnung, I don't know. Hier war heute auf jeden Fall schon ein Kudu. Ganz in der Nähe. Ich wollte ein Video machen, aber dann ist es leider weggelaufen. Ich finde sowas so crazy, dass die hier einfach ins Camp natürlich reingehen können, weil das hier natürlich nicht eine richtig geschlossene Anlage ist. Heute Vormittag gehen wir zu einer Schule, an der wir auch schon ein paar Mal vorbeigeritten sind. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Diesmal werden wir aber richtig zu der Schule hingehen und mit den Kindern uns ein bisschen austauschen. Also, ich bin so gespannt. Oh mein Gott, die sind so cool. Süß. Ne? Also bis und jetzt so alle Kinder, die wir begegnet sind, die waren immer so richtig happy und haben gewunken. Hello, hello, hello. Ja, und richtig da gehen wir süß. Gleich nochmal hin. Wir sind jetzt angekommen an der Schule und mein Pferd, Magnum heißt das, ist auch richtig cool gewesen. Da ist Tom. Also das, was ihr da auf dem Boden seht, ist so ein Kochtopf sozusagen. Da ist, glaube ich, der Reis drin, den es dann für die Kinder zum Essen gibt. Das ist die Küche dahinter. Ich bin mal gespannt, wenn die Kinder jetzt gleich rauskommen. Tom macht jetzt auch schon mit. Here, take it. Yes. Nachdem die Kinder dann ein paar Lieder für uns gesungen haben, sind die einfach angestürmt gekommen auf die Pferde. Und die Pferde sind einfach so entspannt gewesen. Ich finde, das ist wirklich der Beweis dafür. Die standen da so artig und wurden wirklich von 1000 Kindern angefasst und haben einfach gar nichts gemacht. Yeah! Die sind ja so süß, die Kinder. Ja, oh mein Gott. Ich hab gar nicht drauf klar, wie süß ist das denn? Sie spielen richtig schnell mit denen. Ja. Dann habe ich nochmal meine GoPro rausgeholt und die den Kindern in die Hand gedrückt. Und die fanden die, glaube ich, richtig interessant. It's a video. Yes, bye. Last peek. Nice. Bye, bye. Bye.
Tschüss! Ich dachte, die sagen Tschüss, aber die haben Cheese gesagt, weil ich die gefilmt habe. Die haben auch so viele Grimassen gemacht und so, ich habe es gar nicht für möglich gehalten. Die sind ja so offen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Das da vorne ist übrigens eine Toilette, die die immer benutzen. Also so sehen die Toiletten hier aus. Und das hier sind sozusagen die Häuser, wo einige von denen wohnen, aber andere fahren auch mit dem Schulbus aus der benachbarten Stadt hierher zum Unterricht. War das eigentlich nur eine Grundschule oder auch? Ich glaube, sonst wären da ja noch viel ältere gewesen. Da waren ja ein paar ältere, aber so wie ich das verstanden habe, müssen die halt wiederholen, wenn die nicht gut in der Schule sind. Ja. Dann müssen die halt nochmal machen. Hello. Hey, how are you? Good. How was your ride? Nice. Ich stelle mir gerade vor, wie das als Pferd ist. Das muss ja so angenehm sein. Danach erstmal kaltes Wasser. Ah. Eigentlich fängt man auch bei den Beinen an. So, wir bringen jetzt die Pferde zurück. Jetzt wurden alle Pferde gefüttert und jetzt dürfen die alle von da wieder ins Weite gehen. Hella hat eine Sonnenallergie. Sie muss immer niesen, wenn die Sonne scheint. So, kleiner Mann. Oh, der ist so lieb. Dusty Screen, glaube ich. Dusty Screen? Also meiner hieß einfach Magnum. Meine haben immer so schwere Namen. Einfach hier rüber und du bist ein freies Pferdchen. Hm? Oh, so süß. Wir werden jetzt Polocross spielen. Ich glaube, das heißt so, ich bin mir nicht genau sicher. Ich glaube, das wird richtig cool. Viele haben schon berichtet, dass das richtig viel Spaß machen soll. Ich bin total gespannt. Ich habe das ja noch nie gespielt in meinem ganzen Leben. Aber wir müssen uns schon wieder beeilen. Es ist hier schon 4:05 und um 4 treffen wir uns. Ich hole jetzt nochmal Tom, weil der braucht einfach ewig und die rufen uns hier gleich schon. Tom, wie weit bist du? Er sucht noch was. Und jetzt kann es losgehen. Ich habe jetzt das Teil gefunden. Es ist so ein Teil, damit man... Das macht man dann so auf dem Helm. Und dann kann man die GoPro da festmachen. Dann können wir euch da vielleicht auch ein bisschen mitnehmen. Ich bin echt gespannt, weil ich bin ja schon ein bisschen besser geworden jetzt. Aber dann auch noch dabei, irgendein Spiel zu spielen auf dem Pferd. Und die meinten halt, dass das richtig anstrengend, nicht nur anstrengend, sondern halt auch intens ist. Also, dass man sich da gegenseitig mit den Pferden so rausdrückt. Das also, die Pferde so drücken komisch. Dann auch so die anderen Pferde raus. Ich bin richtig gespannt, ey. Eine schöne Sonnenbrille hast du da auf. Danke, die andere habe ich verschenkt. Tom steigt jetzt auf und schaut euch einfach diese Bandagen an von den Pferdchen. Die haben jetzt für Polocross Bandagen angekriegt. Wir gehen jetzt erstmal zu einem Polocross-Feld und da werden wir dann erstmal lernen, wie man das spielt. Und dann werden wir es auch richtig spielen. Und hier sind auf jeden Fall welche dabei, die schon mal gespielt haben. Und die werden natürlich sehr, sehr gut sein. Ja. Hm, hier steht einfach nur so ein Pferd. Ich habe jetzt gerade ein anderes Pferd, das ist richtig süß. Ja. Ich glaube, das heißt Nyla oder so. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das hier ist Spicy, der mag es nicht an den Ohren getouched zu werden. Sonst ist er sehr wow, ich bin fast gegen den Baum geritten. Ich bin fast gegen den Baum geritten. Wow. Bevor es dann richtig losging, sieht man hier, kam das Publikum vorbei und zwar die ganze Pferdeherde, die uns einen kleinen Besuch abgestattet hat, ob wir das dann auch alles hier richtig machen würden. Nein, wir haben nämlich angefangen erstmal mit ein paar Übungen von Polocross und Tom will euch das Ganze jetzt hier mal ein bisschen näher bringen, was das überhaupt eigentlich ist und wie man das spielt. Also beim Polocross hat man, wie man hier sieht, diesen Schläger in der Hand, der ein kleines Netz am Ende hat, wo der Ball halt rein kann und dann versucht man mit dem Schläger den Ball zu seinen Mitspielern zu befördern. Denn es gibt zwei Teams und jedes Team hat natürlich das Ziel, Tore zu erzielen. Jedes Team besteht außerdem aus drei Spielern und zwar einem Verteidiger, einem Mittelfeld und einem Sturm. Und in diesem Fall war ich der Stürmer von dem einen Team und Hella der Verteidiger von dem anderen Team. Das heißt, wir haben genau gegeneinander gespielt, weil sie musste sozusagen mich verteidigen. Okay, also Leute, es geht jetzt los. Wir haben unsere coolen Trikots an. Es hat aber jemand anders die Kamera auf, damit man uns auch sieht. So the number one's at the front next to each other. Tom! You have to come in front of me. Also am Anfang sollten wir uns erstmal in einer Reihe aufstellen. Tom war zum Beispiel ganz vorne, ich war ganz hinten, weil ich ja Nummer 3 sozusagen war. Und dann hat eine Person auch schon den Ball aufgefangen und wie man sieht, in unsere Richtung befördert. Also ich musste unser Tor verteidigen und Tom wollte in unser Tor halt reintreffen. Und ja, das hat er dann leider auch geschafft. Ja, ich muss den erstmal hier aufheben, weil irgendwie waren wir noch nicht so gut im Werfen und Fangen. Und ja, dann hatte ich den wieder in meinem Netz, bin zum Tor gejoggt und dann rein da und 1-0 einfach gegen Hella. Das war richtig cool. Okay, Tom, Tom! What? Oh
Erstes Viertel ist um. Wie hat sie gefallen? Es macht so viel Spaß. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es macht so viel Spaß. Ich glaube, ich steige um. Ich springe jetzt nicht mehr, sondern spiele jetzt Polo-Prop. Genau. Du siehst auf jeden Fall sehr stylisch aus. Aber ich habe schon 2 Tore gegen dich geschossen, sozusagen. Das müssen wir mit unseren Pferden zu Hause auch machen. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Vor allen Dingen, jetzt, man konzentriert sich aufs Spiel und ich habe auch keine Angst mehr so richtig, weil ich denke so, scheiße, ich muss den Ball kriegen. Ja, ich sehe Tom da so lang galoppieren. Ja. Und das ist so geil, die laufen einfach die Pferde neben uns rum. Es ist halt die Weide hier bei den Pferden. Also die haben halt eine unendlich riesige Weide, man kann sich das nicht Und hier kommt einfach ein Pferd gerade an. Die hier einfach lang. Und da hinten sind Ziegen, die gucken uns zu. Und ich habe so Glück gehabt mit meinem Pferd, das ist einfach so schnell. Und du hast das schnellste Pferd hier. Und das hier ist das Feld, da hinten ist sozusagen das Tor, das ist ein Tor. Und da hinten auf der anderen Seite ist das andere Tor, das heißt, man muss den Ball auf die ganz andere Seite rüberbringen. Jetzt trinken wir erstmal was und danach geht's weiter. Ach, geil. Hier kommt einfach ein anderes Pferd angelaufen, der will wohl auch mitspielen. Yeah, it's yours, Tom! Was ist da hinten los, Hella? Es war einfach schlecht. Einfach nur schlecht. Das die Verteidigung muss besser werden. Also ich habe dich im Galopp abgehängt. Das kann halt nicht wahr sein. Ich habe dich einfach im Galopp abgehängt. Nein, ich war richtig schnell. Aber ich dachte, das wäre eine Taktik von mir, hinter dir zu sein und den dann zu fangen. Aber ich kann halt nicht fangen. Das war das Problem. Also falsche Taktik. Ja. Spring mal runter. Wir trinken jetzt mal was und dann geht's weiter. Können wir noch ein paar Tore machen. Macht's immer noch so Spaß. Ja, ist richtig, richtig witzig. Auch wenn wir nicht gewinnen, ist trotzdem das beste Pferd. Er kennt die Hose. Stop. Oh, can you hold him? I'm so sorry. Ja. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Good, okay. Oh! Oh! Take Tommy! Oh! Go! Go! That was really good! 6-6, ihr habt aufgeholt? Ja! Das gibt's nicht. Wir waren plötzlich am Ende so gut. Es war so geil. Dafür ist es jetzt ein Unentschieden. Das ist auch ein gutes Ende, würde ich sagen. Ja. Wie süß ist er bitte? Wie süß? Das war's mit dem Video. Es hat Und so viel Spaß. Das war's mit Südafrika, Leute. Das Stimmt. ist schon unser vorletzter Tag. Morgen werden wir hier nochmal ganz in Ruhe genießen. Aber wir haben gerade nochmal was richtig Geiles gemacht. Also wirklich, so macht ihr Reiten sogar Spaß, muss ich sagen. Vielleicht gibt es ja auch ein Polo, heißt das Polo, ist das Polo-Cross? Polo-Cross. Vielleicht gibt es ja auch ein Polo-Cross-Team in Deutschland, ich weiß es nicht. Mein Pferd will leider nicht mehr anhalten. Ja, ich würde sagen, also das Pferd will scheinbar nicht mehr anhalten, es dreht sich die ganze Oder Zeit Oder es will euch nicht sehen, es will euch mit den Hintern begrüßen. Es will nicht ins Video, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das müssen wir auch akzeptieren. An dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Horizon Horseback. Das ist nämlich die Organisation, mit der wir hier sind. Also wenn ihr auch was buchen wollt oder so, dann könnt ihr einfach mal, wir packen den Link mal in die Infobox. Ja, also das ist wirklich zu empfehlen. Es war richtig, richtig nice. Wir haben so viele verschiedene Sachen gemacht und gesehen, wie ihr in den letzten Videos alle gesehen habt. Es hat so viel Spaß gemacht und jetzt auch Polo Cross. Ja. Gestern das Schwimmen oder das war ja jetzt auch noch in diesem Video drin. Es war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit und ich hoffe, wir konnten euch gut mitnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, in gesund Deutschland, bleiben. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.